wenn du nachts irgendwie um 23 Uhr nach Hause gekommen bist, ab und zu mal was gefunden und ansonsten die Sachen, die wichtig waren, aufgenommen. Die Sachen, die wichtig waren, aufgenommen und dann irgendwann später angeguckt. So hartnäckig. Auch einer, der ins Fernsehen will. Ja. Der Hund auch. Ja, wo waren wir gerade? Die Liebe zum Fernsehen, das ist heute der wahre, der eigentlich allerelitärste, der schönste Elfenbeinturm, eben weil diese Liebe eigentlich so gar nicht mehr möglich zu sein scheint. Das Versprechen von der Zusammenführung des Mainstreams mit dem Experiment in eins ist vorsätzlich gebrochen worden. Der Zauber wurde zerstört. Aber warum nur? Was haben wir das Fernsehen einst geliebt? Dieser ganze Blödsinn in der Argumentation, der ja auch dann von den Intendanten vor sich hergetragen wird, deshalb kaufen wir die Fußballrechte, weil wir wollen, wir müssen ja, wir haben ja die Politiker gesagt, wir sollen konkurrieren. Das ist ja ein Kindergarten und ein Sandkastenspiel. Das geht letzten Endes auf Kosten der Zuschauer, die wirklich sich vom deutschen Fernsehen was anderes erwarten als nur ein x-beliebiges Champions League-Spiel. Und es geht natürlich auch an die Substanz dieses Riesenapparates, der sich dadurch quasi selber ad absurdum führt. Weil dann genau die Frage, die Sie gestellt haben gerade, ja, wozu brauchen wir es denn dann überhaupt, das sehe ich auch. Ich sehe es nicht so wie Herr Stoiber, die sagt, wofür brauchen wir ein öffentlich-rechtliches Fernsehen, wenn es nicht genauso eine hohe Quote wie RTL hat. Das ist Schwachsinn. Aber wenn es nicht mehr so gut ist, wie es früher war, dann brauchen wir es wirklich nicht mehr. Also was ich jetzt beobachtet habe, dass man ja doch irgendwie versucht, jetzt mit Filmfesten eine neue Plattform zu finden für Fernsehen. Hier auf dem Filmfest gibt es ja einmal, ich glaube, neue deutsche Serien und aber auch neue deutsche Fernsehfilme. Bei neue deutsche Serien, da werden nur zwei Folgen gezeigt, aus der gerade dritten Staffel oder zweiten Staffel, also was gerade läuft. Da denke ich mir, okay, gut, dann geht es wohl wirklich hauptsächlich darum, den Leuten nur, also die Leute aufmerksam darauf zu machen, dass es diese Serien gibt. Bei Im Angesicht des Verbrechens, das lief ja auf der Berlinale, das lief doch, man konnte doch die ganze Staffel komplett in zwei Tagen. Zweimal fünf Folgen sozusagen. Ich denke, dass die, gerade bei Angesicht des Verbrechens, das war so ein Projekt, das musste gemacht werden. Und das musste dann wohl offenbar, so hat es das Forum bei der Berlinale ja auch begriffen, dann an einem Stück gezeigt werden, ja, weil es in die Stadt gehörte, es gehörte zu der jüngeren Zuschauer und auch selber Kreativgeneration irgendwie. Und die Plattform, die Berlinale dann geboten hat, war ja grandios. Aber ist es doch noch eine Überlegung, dass man es noch mal weitermacht mit Im Angesicht des Verbrechens? Nein, das ist jetzt vorbei. Das war direkt nach der Berlinale und nach der sehr erfolgreichen Arte-Ausstrahlung war das durchaus ein Gedanke. Also der Programmdirektor kam auch in Stress, weil man ihm gesagt hat, das ist ja toll, das muss man weitermachen. Ja. Der sagte sich natürlich, da sei Gott vor, auf gar keinen Fall. Wie kriege ich das irgendwie hin, dass das nicht weitergemacht wird? Und dann hat er es ja dann auch dementsprechend so versenkt, also so, sagen wir mal, demonstrativ versenkt, dass er auf seine eigene Versenkung ja immer hinweisen kann, falls dann nochmal jemand kommt und fragt, warum machen Sie sowas denn nicht nochmal? Ich würde nie die Schuld bei denjenigen suchen, die es machen. Ich würde immer nur die Schuld bei denjenigen suchen, die es sich gefallen lassen. Sie können sich wehren. Und wenn sie sich wehren würden, würden die sogenannten Struves oder wie sie heißen, würden dann auch zurückzucken. Der Rolf Basedow hat eine Reihe erfunden über Zielfahnder im Ausland, deutsche Zielfahnder, die sozusagen irgendwo im Ausland, jetzt haben wir gerade einen sehr großen ersten Film dieser Reihe gemacht in Rumänien. Und wenn man dann so sieht, wer da mitspielt und wie das so abläuft, hat das durchaus wie ein Spin-off von Angesichts des Verbrechens. Also wie gesagt, man findet sich schon seinen Weg. Außerdem, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, dass ja im Moment unglaublich viele von diesen Miniserien produziert worden sind und ihre Ausstrahlung harren. Die meisten waren hier auch zu sehen in irgendeiner Weise. Ich bin sehr gespannt und ich bin vor allem auch gespannt, wenn die dann vielleicht nicht so gut gelaufen, wie das sich die Macher irgendwie also im Fernsehen vorstellen. Was passiert denn dann wieder mit der neuen Serienherrlichkeit? Wird es dann wieder kassiert und man versendet es irgendwie nachts um drei, so wie bei mir, und sagt sich, nein, Serie, nee, sollten wir nicht machen.
Manchmal habe ich das Gefühl, sie machen es, um darauf hinweisen zu können, ihr seht doch, das geht nicht. Wir haben es doch probiert.